Populistische Parteien sind vor der EU-Parlamentswahl europaweit auf dem Vormarsch. Die Alternative für Deutschland geht mit der Forderung nach einem Ausstieg aus dem Euro auf Stimmenfang. Die Arbeitslosigkeit ist viel höher, die Jugendarbeitslosigkeit ist skandalös hoch, die Wettbewerbsfähigkeit hat sich nicht verbessert und die Banken sitzen immer noch auf jeder Menge fauler Kredite. Also ist gar kein einziges Problem gelöst worden, sondern sie haben sich zum Teil verschlimmert. Man hat nur sehr, sehr viel Geld darüber geschüttet, um die Probleme zu verdecken. Aber die Ursachen selbst sind nicht behoben worden. Das Heilmittel sieht die AfD in der Rückkehr zur D-Mark. Mit bis zu 7% der Wählerstimmen kann die Partei Umfragen zufolge bei der Europawahl rechnen. Auf jeden Fall können die mal etwas mehr Gegenwind den etablierten Parteien bringen und dieser alternativlose Partei oder Politik auch mal was entgegensetzen. Doch auf eine reine Raus-aus-dem-Euro-Partei will sich die AfD nicht reduzieren lassen. Bei Themen wie dem Nein zu Armutszuwanderung und einem EU-Beitritt der Türkei oder Volksabstimmungen zu Europathemen liegt die Partei auf einer Linie etwa mit der CSU. Die AfD ist eine Partei, die mit populistischen Sprüchen versucht, euroskeptisches Potenzial, das es in Deutschland wie in jedem anderen Mitgliedstaat auch gibt, zu mobilisieren. Das waren vorher die Republikaner, das hat ein Stück weit der rechte Rand der CSU gemacht und versucht es immer noch. Und das ist es halt eine neue euroskeptische Partei, die mit einem ganz zentralen Slogan, nämlich raus aus dem Euro, versucht zu punkten. Eines mag die AfD nicht, mit Rechtspopulisten in einen Topf geworfen zu werden. Aber Parteichef Bernd Lucke hat Mühe, solche Tendenzen in seiner Partei zu stoppen. Sie stören seinen Plan, die AfD als seriöse Partei der Mitte zu profilieren.